Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei dnews24 beim aktuellen D-Talk begrüßen zu dürfen. Heute mit Nadja Atwal. Sie ist Deutsch-Amerikanerin, gebürtig in Kiel, glaube ich, wohnt jetzt in New York und kennt beide Seiten des Atlantiks. Herzlich willkommen, Frau Atwal. Freut mich, hier zu sein. Frau Atwal, wir blicken auf die nächsten Monate. Da wird am 5. November der Senat, das gesamte Repräsentantenhaus, aber vor allem der US-Präsident neu gewählt. Wir haben die meisten Vorwahlen hinter uns und es sieht so aus, als ob Joe Biden für die Demokraten wieder ums Weiße Haus kämpfen wird, der Amtsinhaber, und Donald Trump, sein Vorgänger und möglicherweise dann auch sein Nachfolger. Lassen Sie uns heute auf Donald Trump schauen. Er hat in Deutschland den Ruf des Beelzebubs. Er ist das Böse schlechthin. Irgendwie provoziert er alle und hat ein ganz schlechtes Benehmen, auch wenn er manchmal inhaltlich recht zu haben scheint. Sie kennen ihn persönlich. Wie ist er denn so als Typ? Ich würde ihn als symmetrischen Reflektor bezeichnen. Wenn man ihm smart und freundlich entgegenkommt, begegnet einem auch entsprechend. Also ich habe damals eine Klientin gehabt in seiner Show und unsere Wege haben sich auch bei anderen Events gekreuzt. Und ich denke mal, das sieht man auch, nicht? Also wenn Leute ihm positiv freundlich begegnen, unterstützen, dann ist er eigentlich auch entsprechend reflektierend zurück. Und ja, also ich denke mal, was Leute an ihm natürlich sehr zu schätzen wissen, ist sein Sinn für Humor, der vielleicht nicht immer so wunderbar übersetzt in den deutschen Medien, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Trump in den deutschen Medien sehr stark immer aus dem Zusammenhang gerissen wird, damit er eben so unmöglich wie möglich wirkt. Ein Riesenthema scheint mir zu sein im amerikanischen Wahlkampf das Alter der beiden Kandidaten. Joe Biden ist 81 Jahre alt. Er hat vor ein paar Tagen die State of the Union Address gehalten. Und eigentlich war da gar nicht so sehr die Frage, was sagt er inhaltlich, sondern übersteht er überhaupt die 1,5 Stunden und verspricht er sich wieder oder hat er irgendwelche Aussetzer? Aber er hat die Rede gut gemeistert und es kam tatsächlich in der deutschen Reflexion an erster Stelle. Ja, der alte Mann hat über 1 Stunde lang geredet. Das war eine der längsten Reden und er hat die gemeistert. Und dann kamen erst die Inhalte. Donald Trump ist viel jünger, er ist erst 77. Aber auch hier gibt es in den Schlagzeilen manchmal die Headline, ja, er hat einen Aussetzer gehabt und hat er das wirklich so gemeint, was er da gesagt hat? Er hat zwei Länder durcheinander gebracht. Und ich habe neulich eine Umfrage bei NBC gesehen, dass tatsächlich 50% der republikanischen, nein, Entschuldigung, 25% der republikanischen Wähler in Kalifornien und in Arkansas der Meinung sind, Trump sei zu alt. Also obwohl sie ihn wählen bei den Vorwahlen, glauben sie, dass er zu alt ist. Spielt das Alter bei Ihnen in den USA in der Diskussion auch eine so große Rolle wie hier bei uns? Es spielt eine Rolle. Es kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Partei man korrespondiert. Beide sind nicht mehr, wie man hier so schön sagt, in ihrer Prime. Aber es gibt doch einen Unterschied, in Bezug auf, wie jemand individuell altert. Und das, glaube ich, das können wir auch schon sehen, wenn wir jemanden betrachten, der 20, 30, 40 ist. Jeder hat seinen eigenen genetischen Code und dann kommt noch dazu, wie man natürlich lebt. Trump isst zwar gerne Fast Food, aber er trinkt keinen Alkohol, raucht nicht. Er ist jemand, der unglaublich energetisch auftritt. Und ich denke mal, das ist auch das, was ihn für die meisten von Joe Biden unterscheidet. Es ist schon das Auftreten, es ist, wie jemand geht. Es ist eine Dynamik versus, was viele Leute bei Biden empfinden, ist, das ist mehr so ein Stolpern. Es ist einfach keine Stärke, die demonstriert wird, schon physisch alleine. Hat ja auch immer auch eine Auswirkung auf einen. Wenn man einen Präsidenten sieht, der schon sehr stark physisch auftritt, bringt das ja auch gleich psychologisch etwas rüber. Also klar, es wird diskutiert. Ich denke mal, bei beiden Parteien ist das ein Kritikpunkt an die Kandidaten. Aber dennoch sagen die meisten, dass bei beiden das Alter eine größere Rolle spielt, ein größeres Problem darstellt als bei Trump. Lassen Sie uns auf die Inhalte des Wahlkampfs kommen. Auch wieder NBC-Umfrage. Über 50% der republikanischen Wähler in Kalifornien und Arkansas sind der Meinung, Joe Biden sei nicht der rechtmäßig gewählte Präsident.
Also, wenn ich mir das vorstelle, der Mann ist seit 3,5 Jahren im Amt. Und egal jetzt, was es da an Dingen gab, an irgendwelchen Wahlmaschinen oder bei der Auszählung, aber irgendwie hat er doch Millionen von Stimmen bekommen. Und jetzt aber 3,5 Jahre nach seiner Amtseinführung, 3,5 Jahre nachdem er dort die Regierung führt, zu sagen, ja, der ist gar nicht rechtmäßig im Amt, zeigt ja doch, wie gespalten die USA sind. Und das Gleiche war ja mit Trump der Fall. Es gibt ja sehr namhafte Demokraten, sogar aus dem Senat, die ihn als nicht rechtmäßigen Präsidenten bezeichnet haben. Das ging ja gleich nach der Wahl los. Es ist natürlich, ja, es ist bedauerlich, aber das Vertrauen in das Wahlsystem in Amerika ist einfach momentan sehr löcherig. Und das hängt auch damit zusammen, dass unnötige Diskussionen stattfinden, zum Beispiel, ob es notwendig ist, wenn man wählt, seine Identifikation zu zeigen. Bei uns also ein Personalausweis hier das entsprechende. Warum wird darüber überhaupt diskutiert? Das sollte doch gar keine Frage sein. Wenn jemand wählt, muss er sich ausweisen. In Deutschland ist es ja so, dass man ja eine Briefwahl beantragen muss, wenn man nicht persönlich erscheinen möchte. In Amerika ist es von Staat zu Staat alles sehr unterschiedlich. Dinge wurden manchmal letzter Minute umgestellt und das hat alles das Vertrauen nicht gestärkt in den Wahlvorgang. Und man wird jetzt sehen, was jetzt passiert, aber man sieht jetzt schon, die neue Vorsitzende der Republikanischen Partei ist ja Trumps Schwiegertochter und sie hat gerade einen Aufruf gestartet, dass sich eben Freiwillige melden sollen, um eben bei den Wahlen persönlich anwesend zu sein, auch Anwälte, die sich bitte melden sollen, um freiwillig auszuhelfen, um dafür zu sorgen, dass der Prozess wirklich reibungslos und astrein verläuft. Mal sehen, was passiert. Was sind denn nach Ihrer Erkenntnis, nach Ihrer Meinung die wichtigsten Wahlkampfthemen? Ich lese immer wieder von der Südgrenze, von der Migration dort, von Lateinamerikanern, die über die Grenze nach Texas zum Beispiel kommen. Ich habe gelesen, dass die Gouverneurin von New York neulich 1.000 zusätzliche Sicherheitskräfte der Staatspolizei in die U-Bahnen geschickt hat, weil dort die Kriminalität so stark zugenommen hat. Es geht um die Wirtschaft, die Inflation natürlich, die Einkommen, die Hauspreise. Was sind nach Ihrer Auffassung die Themen, die die Wahl entscheiden werden? Ja, das Hauptthema ist absolut Immigration momentan. Es ist interessant, ich habe darüber schon 2016 im deutschen Fernsehen geredet und sagte damals schon, 16.000 Grenzbeamte sind nicht zur Zierde da. Ansonsten ist es ja so eine Verschwendung von Steuergeldern. Das Thema ist Nummer eins. Und es ist halt schwer für Joe Biden als Anti-Chaos-Präsident aufzutreten, wenn Millionen von Menschen illegal in das Land über die Grenze kommen. Eine Grenze, die unter Trump sehr viel sicherer war. Und die Leute fragen sich, was ist hier los? Also sogar demokratische Bürgermeister wie hier in New York schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, so kann es nicht weitergehen. Und ich kenne kein anderes Land auf der Welt, wo so ein Chaos an der Grenze herrscht wie hier in Amerika. Und die Leute kommen nicht aus Südamerika, sie kommen aus der ganzen Welt, inklusive momentan in sehr hoher Prozentanzahl aus China. Insofern sehen sich die Menschen jetzt doch mehr wieder nach Law and Order und nach einer gesicherten Grenze. Ich meine, ich als legale Einwanderin, ich musste durch sehr viele Ringe springen und sehr viele Standards erfüllen. Und zu sehen, wie hier illegalen Einwanderern sozusagen der rote Teppich ausgerollt wurde und Geld und alle möglichen Zuwendungen gegeben wird, das ist für die legalen Einwanderer hier in Amerika sehr schwer nachzuvollziehen. Und insofern, es herrscht momentan ein großes Problem mit Kriminalität. Es herrscht ein großes Problem eben mit der illegalen Einwanderung. Zum Teil hängen diese Sachen zusammen, wie man jetzt immer mehr erkennt, weil eben auch Gangs mehr und mehr den Weg über die Grenze finden, meistern und dann hier sofort aktiv werden. Es ist desaströs. In einigen Bundesstaaten haben Wähler der Demokraten Joe Biden nicht gewählt, sondern haben sich neutral verhalten, weil sie gegen die Israel-Politik der US-amerikanischen Regierung protestieren wollten.
die nach Ihrer Meinung zu einseitig pro-Israel ist. Wie steht denn Donald Trump zu dem, was gerade im Nahen Osten passiert? Ja, ich meine, man muss mal sehen. Nicht? Also Trump war immer der große Freund von Israel. Das hat er sehr früh demonstriert. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Also er ist immer aufgetreten als fester Freund von Netanyahu und von Israel. Natürlich will man Frieden. Natürlich will man einen Konsens finden, denn wenn so viel Leben verloren wird auf beiden Seiten und jetzt natürlich nicht bei der israelischen Seite, sondern auf der Gegenseite bei den Palästinensern, das ist einfach nicht tragbar und so muss eine Lösung gefunden werden. Das, was Trump ja immer am liebsten sagt, ist, unter ihm hätte das alles nicht stattgefunden, genauso wie der Ukraine-Krieg, nicht? Also diese Demonstration von Stärke, um den Frieden zu wahren. Das ist etwas, worauf er sehr viel Gewicht legt. Und unter Trump hatten wir 4 Jahre, muss man sagen, Frieden. Und die Leute sehen halt, unter Biden ging es los mit diesem desaströsen Abzug aus Afghanistan. Und dann der Ukraine-Krieg, jetzt die Sache im Nahen Osten. Ja, auch da, das wird interessant sein zu sehen, welche Maßnahmen Trump ergreift. Ich denke allerdings, es muss vorher, bevor die Neuwahl kommt, muss Frieden geschaffen werden im Nahen Osten. Und darum wird sich die Biden-Administration natürlich auch immens bemühen. Trump hat hier in Deutschland den Ruf, ein Putin-Freund oder Putin-Versteher zu sein. Er hat auch in letzter Zeit wieder Äußerungen formuliert, die darauf hindeuten, dass er vielleicht nicht so fest zur NATO stehen würde oder dass er nicht so die Ukraine unterstützen würde. Es wird ja auch von den Republikanern ein Hilfsprogramm, ein weiteres Hilfsprogramm von vielen Milliarden Dollar im Kongress gerade blockiert. Was glauben Sie, wie er mit der Ukraine umgehen wird, wenn er Präsident werden sollte? Tja, es ist eine sehr komplexe Situation, die auch er nicht so einfach lösen kann. Wenn man jetzt sich fürchtet, dass er der NATO den Rücken zudreht, muss ich darauf verweisen, dass er doch derjenige war, der zu seiner Amtszeit allen NATO-Ländern gesagt hat, die noch nicht genug einzahlen in den Pott, sie mögen bitte mehr in die NATO-Verteidigung einzahlen. Und dafür ist er belächelt worden, manchmal bei den Gipfeln. Ich weiß noch, dass der Chef der NATO, Stoltenberg, dass er eigentlich ja sehr glücklich war, dass Trump ja mobil gemacht hat für die NATO. Und auf der anderen Seite haben die Amerikaner natürlich auch gesehen, dass Deutschland sich ja abhängig machen wollte zu einem großen Teil von Russland in Bezug auf Energie. Und da muss man sich natürlich auch dann fragen, nicht, hat das Sinn gemacht? Auf der einen Seite versucht man sich fast abhängig zu machen von demselben Land, gegen das einen die NATO schützen sollen, aka Russland. Ich meine, wer war auf Schmusekurs mit Putin? Das muss man sich ja mal anschauen. Ich kann nur sagen, bei Trump ist es so, dass nur wenn man charmant, nett auftritt. Das macht man ja im Business genauso, wenn man einen Deal zustande bringen will. Heißt es nicht, dass man jemanden mag und auch nicht, dass man jemanden vertraut. Im Endeffekt zählen die Aktionen und nicht, wie man, was man zu jemanden sagt, sondern im Endeffekt hat er sehr harte Sanktionen gegen Russland durchgesetzt. Zu dem Zeitpunkt, als er im Amt war, die härtesten Sanktionen überhaupt gegen Russland. Und insofern würde ich mal sagen, abwarten und schauen, was passiert. Er ist definitiv sehr, sehr stark in Bezug auf NATO. Und ich denke auch, dass wir uns unnötig erstmal hier Sorgen machen und erstmal schauen sollten, was jetzt überhaupt die nächsten Monate da auch bringen an der Front. Denn was die Kritik der Republikaner ja ist in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine, ist nicht, dass man sie nicht unterstützen will. Es ist einfach, wohin genau gehen die Gelder? Und da gab es einfach Kritik, weil offen gesagt nicht genau gesagt wurde, wohin fließt das Geld? Haben wir eine akkurate Bestandsaufnahme, was genau mit dem Geld passiert? So, und ich finde, diese Fragen müssen erlaubt sein. Und insofern denke ich mal, dass dieser Dialog und diese Kritik auch wichtig ist.
um einfach auch effizienter die Ukraine dann auch zu unterstützen. Also ich sehe nicht, dass Trump der NATO oder der EU den Rücken zukehrt. Dann abschließende Frage, Frau Atwal. Nikki Haley war ja die letzte, die noch gegen Trump gekämpft hat, erstaunlicherweise. Denn eigentlich war der Favorit als Gegenkandidat Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Aber Nikki Haley hat bei den Vorwahlen 25 bis 30% erreicht. Als sie aufgegeben hat, hat sie keine klare Wahlempfehlung gegeben für Trump. Was passiert mit den Haley-Wählern? Gehen die automatisch zu Trump über? Gehen die gar nicht wählen? Oder splitten die sich auf in Nichtwähler und demokratische Wähler? Ja, ich fand diesen ganzen Werdegang etwas bedauerlich, weil Nikki Haley immens talentiert ist. Sie auch in der Lage war, Leute aus dem Zentrum, sogar aus dem linkeren Lager für sich zu gewinnen. Sie hat sehr pragmatische Ansichten. Trump und sie haben damals sehr gut zusammengearbeitet. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass sie so spät aus dem Rennen gegangen ist. Denn ich hatte insgeheim ein bisschen die Hoffnung, dass sie seine Vizepräsidentwahl wird. Nun sind aber die Fronten zwischen beiden so verhärtet, dass das unwahrscheinlich erscheint. Wo gehen die Wähler hin? Im Endeffekt kann ich mir schwer vorstellen, dass jemand, der Nikki Haley unterstützt und damit ja auch sehr konkret zum großen Teil die Politik von Trump, so viele Unterschiede gibt es zwischen beiden meiner Ansicht nach nicht und auch nicht, was ich von den Wählern höre. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass diese Wähler dann abwandern ins Biden-Lager. Ich bin übrigens noch nicht davon überzeugt, dass Joe Biden wirklich im Endeffekt derjenige sein wird, der zur Wahl gegen Trump antritt. Es gibt mehr und mehr Stimmen, die sagen, in letzter Minute wird da ein Wechsel stattfinden. Man darf gespannt sein. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Bin nicht hundertprozentig überzeugt von dem Pro als für das Contra. Aber ich denke, man sollte schon noch mal genau hinschauen, ob nicht vielleicht doch noch jemand anderen dort im Schatten hervorgeht, der letztendlich auf dem Wahlzettel steht. Michelle Obama. Ich halte, dass er für unwahrscheinlich Michelle Obama ist, aber ich würde sagen, Gavin Newsom steht sehr stark im Vordergrund, ja. Er regt sehr viel Aufmerksamkeit, weil er eben auch angetreten ist, gegen Ron DeSantis zu debattieren bei Fox News. Er hat ein langes One-on-One-Interview mit Sean Hannity geführt. Sean Hannity, einer der konservativsten Moderatoren bei Fox News. Er versucht, seine Politik in beide Richtungen vorzutragen. Und das tut man ja eigentlich genau dann, wenn man mehr als nur die eigene Partei für sich begeistern möchte. Okay, wir werden das beobachten und dann können wir wieder miteinander sprechen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute. Ich weiß, in New York ist es ein bisschen früher als bei uns, aber wie man im Hintergrund sieht, die Leute sind schon auf der Straße, denn New York scheint ja nie zu schlafen, wie man Wir hier sind in New hört. York und New York schläft niemals. Alles klar. Ich danke Ihnen. Bis dann. Ciao.